Star Trek hat Material für viele verschiedene Spiele geliefert. Nun ist es Zeit, uns ein wenig von Shootern zu entfernen und uns anderen Genres zuzuwenden. Star Trek Armada war der erste Vorstoß ins RTS-Genre, in dem mit der Föderation, den Klingonen, den Romulanern und den Borg vier der bekanntesten Völker aufeinandertrafen. Ein einzelnes Raumschiff zu kommandieren war seit Starfleet Command, Starfleet Academy und ein paar Jahre nach Armada mit Bridge Commander und Legacy nichts Neues mehr, aber hier sind wir weniger Captain und mehr Flottenadmiral. Falls ihr mehr Kontext für die kommende Review benötigt, verlinke ich in der Infocard einen Longplay auf meinem VOD-Kanal. Die Inszenierung wird von Anfang an durch eine sehr starke und stolze 4 Minuten lange Intro-Sequenz getragen, die wirklich gut gealtert ist, auch wenn ich zu einem Remake durch einen Channel wie JTVFX, der unter anderem eine hervorragende Version der Schlacht von Wolf 359 geschaffen hat, keineswegs Nein sagen würde. Hier sind scheinbar auch verworfene Ideen für den Anfang von First Contact eingeflossen. Dort sollte die Borg-Invasion nämlich eigentlich aus einer ganzen Flotte bestehen, welche die Föderation mit den neuen Quantentorpedos bekämpft hätte. Diese hätten aber in allen Farben geschillert und sich mehr wie die Transphasentorpedos aus dem Voyager-Serienfinale verhalten. Aus Budgetgründen begnügte man sich aber dann doch mit nur einem Kubus. Das Intro greift dies auf, indem es die Feuerkraft des Kettenreaktionspulsars der Akira-Klasse maßlos übertreibt. Das Ding one-tappt in-game glücklicherweise keine Kuben. Die Intro-Sequenz reißt grob die Handlungsstränge der Kampagne an. Die Borg bereiten eine Invasion vor deren Anführer Picard gewarnt wird. Dieser antwortet mit den Worten: Ich weiß Bescheid. Nur um dann 97 Sekunden später völlig schockiert zu sein, dass es sich um einen Klon seines Borg-Gegenparts Locutus handelt. Worf, zu diesem Zeitpunkt Botschafter im Klingonischen Reich, muss sich mit einem neu hochkochenden Bürgerkrieg rumschlagen und die Romulaner unter Admiral Sela stoßen auf ein stabiles Omega-Partikel, was sie dazu verleitet, gezielt Kontakt zu den Borg aufzunehmen. Die Story ist in 5 Kampagnen mit je 4 Missionen aufgeteilt, wobei die letzte Kampagne erst zum Schluss sichtbar wird. Die Föderationskampagne doppelt hier als glorifiziertes Tutorial, was zum Teil funktioniert, aber leider ein paar unangenehme Nebenwirkungen hat. Zum einen werden wir nicht einmal annähernd das volle Arsenal der Sternenflotte einsetzen dürfen, bevor wir zu den Klingonen wechseln, zum anderen bremst es auch das Pacing einige Male hart aus. Wir beginnen mit einer Routinemission. Da der Dominion-Krieg gerade beendet wurde, müssen einige Außenposten neu errichtet werden. Dabei werden zwar keine Konflikte erwartet, obwohl es scheinbar abtrünnige Jamhadar-Schiffe in der Gegend gibt, aber die Sternenflotte schickt trotzdem die fucking Enterprise mit 2 Escortschiffen. Das ist ziemlich lustig, wenn man weiß, dass Sternenflottenschiffe eigentlich keine Rudeltiere und die Enterprise regelmäßig das einzige Schiff in Reichweite ist. Das ist sogar schon in unserem eigenen Sonnensystem passiert. Im Grunde bauen wir nur eine Sternenbasis und eine Dilithium-Raffinerie. Die Sternenbasis alleine sollte bereits mit jedem Schiff klarkommen, das sich in der Gegend befindet, was die beiden Escortschiffe der Enterprise umso fehlplatzierter macht. Hier hört das Tutorial aber auch schon wieder auf. Wir sollen weder zusätzliche Bergbauschiffe, Verteidigungsgeschütze noch Sensorenphalanxen bauen und dass Sternenbasen mehr Crew generieren, wenn sie sich im Orbit eines der Planeten im Hintergrund befinden, erfahren wir hier auch noch nicht. Stattdessen will das Spiel scheinbar keine Zeit dabei verlieren, seinen Plot voranzutreiben und ich weiß wirklich nicht wieso. Man hätte dem Spieler hier in Ruhe die Grundlagen vermitteln und dann in den Hauptplot überleiten können, was auch dazu geführt hätte, dass die weiteren Missionen dieser Kampagne nicht so viel nachholen müssen. Nach ein paar Gefechten mit den angesprochenen Dominion-Schiffen entdeckt die Enterprise einen temporalen Riss, aus dem ein fremdes, aber doch vertraut wirkendes Schiff erscheint. Gefolgt von gleich 2 Borg-Sphären. In den Serien wäre das im Grunde schon Game Over, aber die Borg wurden aus Gameplay-Zwecken massiv genervt, was eigentlich aber gar nicht erforderlich gewesen wäre, wenn man sie etwas anders strukturiert hätte. Wenn ihr auf der höchsten Schwierigkeit spielt, werdet ihr außerdem wahrscheinlich in ein Game Over laufen, weil dieser Schwierigkeitsgrad Crew-Schaden bei jedem feindlichen Treffer hinzufügt. Sogar während Cutscenes. Das macht eine Menge kaputt und die Kampagne ist so praktisch unspielbar. Die deutsche Synchronfassung fügt noch massiven Ear-Rape hinzu, denn der Notruf des Föderationsschiffs übersteuert extrem. Und Rauschentfernungen kannte man damals offensichtlich auch noch nicht, das ist aber unabhängig von der Sprachversion vorhanden. Außerdem sind die Cutscenes nicht auf die deutsche Synchronisation abgestimmt, wodurch manche Cutscenes mitten in einem Satz. Mit der Enterprise plus Eskorte ist es leicht, die Borg abzuwehren und zu erfahren, was eigentlich gerade passiert ist. Das Föderationsschiff, die USS Premonition, stammt aus einer Zukunft, in der die Borg die Föderation praktisch vernichtet haben und den Quadranten völlig dominieren. Admiral Janeway sollte hier bitte mitschreiben. Das hier ist ein guter Grund, einen Zeitsprung zu machen und die Existenz von Leuten in der Gegenwart aufs Spiel zu setzen. Dass deine Lieblingsbesatzungsmitglieder die Heimreise nicht überlebt haben, ist es nicht. Auf Empfehlung des Captains der Premonition, ein Mann namens Thaddeus Deming, stimmt Picard zu, mit der Enterprise zu einer Sternenbasis zu fliegen, die das erste Ziel der Borg werden soll.
Während der Reise springen wir aber zur Botschaft der Worf, der in ein vertrautes Gebiet gerufen wurde, um dieses zu beschützen. Dieses Spiel erschien 2 Jahre nach dem Film Insurrection und 1 Jahr nach dessen Teil in Hidden Evil. Wer letzteres gespielt hat, erinnert sich vielleicht an den Außenposten 40, der nach den Ereignissen des Films im Orbit von Baku errichtet wurde, auch wenn das Modell in-game nicht übereinstimmt. Worf soll den Planeten vor angreifenden Zoner beschützen. Hierzu ist nicht viel zu sagen, aber ich möchte trotzdem anmerken, dass sich moralische Abgründe öffnen, wenn man die Handlung des Films diskutieren möchte. Fast so, als hätten viele Zuschauer ihn nicht verstanden. In dieser Mission starten wir bereits mit einer ausgebauten Basis und auch hier verpasst das Spiel wieder die Chance, uns dem Basenbau gezielter näher zu bringen. Wir starten schon mit Verteidigungsgeschützen, müssen also keine nachbauen und die Gelegenheit, uns Sensorplattformen näher zu bringen, indem man solche Embryo-Patch verteilen muss, lässt man auch liegen. Dementsprechend wenig Substanz hat auch diese Mission, nach deren Abschluss Worf zurück nach Kronos beordert wird, um die Hilfe der Klingonen gegen die Borg zu sichern. Ich muss gestehen, ich bin sehr angetan davon, dass die Sternflotte hier aktiv Schritte einleitet, um sich auf die Invasion vorzubereiten, statt nur Lippenbekenntnisse abzuliefern, wie es in der Serie oft der Fall war. Die nächste Mission funktioniert bereits wesentlich besser als Tutorial, aber hier muss ich etwas ausholen. Worf ist seit seiner Zeit auf Deep Space Nine sehr mit der Defiant verbunden, was sogar so weit ging, dass er sein Quartier dorthin verlegt hat. Für seine Arbeit als Botschafter hat er ein baugleiches Schiff, die Avenger, erhalten. Allerdings ist die Defiant-Klasse in-game das Gegenstück zum klingonischen Bird of Prey und damit viel schwächer, als wir es aus der Serie gewohnt sind. Das ist schade, und da das Intro zeigt, wie die Avenger einen romulanischen Warbird zerlegt, hätte man zumindest für dieses Schiff eine Ausnahme machen können. Sie ist aber wie alle Heldenschiffe nur moderat besser als ihr reguläres Gegenstück, auch wenn Heldenschiffe mit der Spezialfähigkeit ihrer Klasse starten, ohne dass sie erst erforscht werden muss. Als Gegenpart zum Bird of Prey hätte außerdem die Saber-Klasse auch sehr gut gepasst. Worf nimmt eine Abkürzung durch ein türkisches Gebiet des Weltraums und begegnet dort 3 klingonischen Schiffen unter dem Kommando der Duras-Familie. Deren Anführer und letztes überlebendes Mitglied Toral sieht genau jetzt den perfekten Zeitpunkt für einen weiteren Bürgerkrieg und behauptet, das Schwert des Kales gefunden zu haben. Mit anderen Worten, das klingonische Excalibur. Es folgt eine Verfolgungsjagd durch den gesamten Sektor, wo die Kampagne endlich anfängt, ein gutes Tutorial zu sein. Wir werden hier mit den verschiedenen Nebeltypen vertraut gemacht und bekommen gezeigt, wie wir herrenlose oder auch feindliche Schiffe und Stationen erobern können. Kleiner Tipp von mir: Die herrenlose Station, die Nebel erzeugt, hat den Materialwert einer Sternenbasis. Zerstört sie also nicht, sondern beamt 5 Besatzungsmitglieder rüber und demontiert sie dann. Um die Wirkung der Nebel zu verstehen, müssen wir erst darüber sprechen, wie Schiffe und Stationen in diesem Spiel funktionieren. Jedes Schiff und jede Station hat einen Schildwert, der den Großteil ihrer Hitpoints ausmacht. Mit abnehmender Stärke wechseln die Schilde langsam ihre Farbe von grün bis hin zu rot. Hülle ist unsichtbar und in der Regel recht gering, könnte aber auch mit den 5 Subsystemen zusammenhängen. Waffen, Schildgeneratoren, Sensoren, Triebwerke und Lebenserhaltung. Hinzu kommt die Besatzung des Schiffs, die in kleinem Maße durch feindliche Treffer reduziert wird und auch für Enterversuche eingesetzt oder solche abwehren kann. Eine reduzierte Besatzung führt zu langsamerer Schiffsreparatur und einer geringeren Feuerrate. Stirbt die gesamte Besatzung, wird das Schiff herrenlos und kann von jedem Spieler erobert werden. Auffällig bei Enterversuchen ist, dass hier nur das Zielschiff seine Schilde verloren haben muss. Das transportierende Schiff muss seine Schilde nicht senken und auch Transporte unter Verbündeten funktionieren ungeachtet des Schildstatus. To be fair, ab dem Punkt, wo es hieß, dass man durch Schilde beamen kann, deren Frequenz man kennt, ergaben diese Restriktionen ohnehin keinen Sinn mehr, weil dann jedes Schiff in der Lage sein müsste, durch seine eigenen Schilde zu beamen. Aber es bedeutet auch, dass ein Enterversuch kein großes Risiko darstellt, was Armada 2 später bereinigte. Armada hat 5 Nebeltypen zur Verfügung, um die Kartengestaltung zu beeinflussen. Hinzu kommen Asteroidengürtel, die als reine Wand agieren. Denn wie wir wissen, ist der Weltraum zweidimensional und man kann nicht einfach über oder unter Hindernisse fliegen. Während wir von Wurmloch zu Wurmloch hetzen, treffen wir auf alle Nebeltypen. Rote Meteorgasnebel beschädigen jedes Schiff, das sich in ihnen aufhält, während grüne Nebelschiffe reparieren und ihre Spezialwaffenenergie aufladen. Blaue Nebel setzen Schild und Waffen außer Gefecht, machen das Schiff aber auch unangreifbar, was sie leider zu einem besseren Versteck als die aus Star Trek 2 bekannten Mutara-Nebel macht, die Schilde und Sensoren ausschalten und auch dazu die Geschwindigkeit reduzieren. Diese Nebel werden leider gar nicht richtig eingesetzt und die Avenger hätte mit ihren Minen tatsächlich noch ein gutes Werkzeug, um einen solchen Nebel einen Gegner zu überlisten. Die Spezialfähigkeit der Defiant-Klasse erfordert aber sehr viel Spam und ist damit praktisch unbrauchbar. Das Gegenstück des Bird of Prey ist viel nützlicher, da sie das betroffene Schiff verlangsamen und so einen feindlichen Rückzug verhindern oder einen eigenen ermöglichen können. Den Abschluss machen gelbe, radioaktive Nebel, welche die Lebenserhaltung aller Schiffe, die hineinfliegen, außer Gefecht setzen.
Schiffe versuchen in der Regel, schädliche Nebel zu umgehen, das ist aber nicht immer zuverlässig und noch dazu macht es das sehr schwierig, absichtlich durch einen Nebel hindurchzufliegen, wenn dies erforderlich ist. Nachdem wir Toral vorläufig abgehängt haben, finden wir nicht nur einige herrenlose Schiffe, die mit 5 Besatzungsmitgliedern aber ziemlich useless sind, sondern auch noch literally eine verlassene Sternenbasis und Schiffswerft der Sternenflotte. Okay, gut, die Föderation erholt sich gerade von einem Krieg, aber es hätte meiner Meinung nach trotzdem besser funktioniert und auch die Lektion dieser Mission gestärkt, wenn es sich um fremde Stationen gehandelt hätte. Entsprechende Assets für das Dominion existieren und die Strahlungsstation basierte auch auf diesen. Es könnte sich also plausibel um eine verlassene Basis aus dem Dominion-Krieg handeln. Mit der Schiffswerft können wir unsere eroberten Schiffe auf Vordermann bringen, sie neu bemannen und noch spontan ein paar zusätzliche Schiffe bauen, denn die Avenger transportiert scheinbar genug Dilithium für 4 weitere Schiffe ihrer Klasse. Hier kriegt die Gameplay-Story-Segregation ziemlich rein, aber als Tutorial funktioniert diese Mission wie gesagt recht gut. Ein Trend etabliert sich aber hier bereits. Es gibt viel zu viele Wurmlöcher. Ich habe ja nichts dagegen, dass es viele instabile Wurmlöcher gibt, oder sogar stabile, deren Enden einfach zu nah beieinander liegen, um strategischen Wert zu haben. Aber DS9 machte eine große Sache daraus, dass das bajoranische Wurmloch das einzige stabile ist, das bekannt war. Ich sehe den Wert von Wurmlöchern als Kartenelement und diese Mission nutzt sie sehr gut, um die einzelnen Kartenareale zu verknüpfen, aber uns werden noch einige begegnen, die absolut überflüssig waren. Worf meldet seine Begegnung mit Toral der Sternenflotte. Diese kann sich zwar nicht in einen Bürgerkrieg einmischen, sollte dieser ausbrechen, aber Worf erhält die Genehmigung, das wahre Schwert des Kahles, dessen Koordinaten er kennt, zu holen und damit Torals Anspruch zu entkräften. Worf wird hier noch dazu im Nebensatz zum Captain befördert, was aber keine Auswirkung hat, seine Rangabzeichen nicht ändert und eigentlich total überflüssig ist. Und legt hier scheinbar noch spontan innerhalb einer Cutscene eine Reise zurück, die mehrere Wochen hätte dauern müssen. Zugegebenermaßen gibt es kaum Sternenkarten, die wirklich Alpha-Kanon sind, und Raumschiffe reisen in Star Trek immer mit Plotgeschwindigkeit, aber das hier ist schon heftig. Für die letzte Mission dieses Abschnitts kehren wir zu Enterprise zurück, die nun die genannte Sternenbasis erreicht hat. Die Borg haben die verteidigende Flotte allerdings bereits zerstört und von vielen Schiffen sind nur noch Trümmer übrig, die Sternenbasis selbst ist aber noch intakt. Was hätte vermieden werden können, wenn die Premonition noch ein Stück weiter in die Vergangenheit gesprungen wäre? Ja, sie war in diesem Fall beschädigt, aber später werden wir sehen, wie sie praktisch ohne Vorlaufzeit 2 recht punktgenaue Sprünge ermöglicht oder selbst vollzieht. Hier dürfen wir die Lehren aus der vorherigen Mission direkt selbstständig anwenden, weshalb ich es umso trauriger finde, dass die ersten beiden Missionen hier so wenig lieferten. Am Anfang wollen wir die noch intakten Schiffe auf Vordermann bringen, was allerdings unsere Personalreserven strapazieren wird. Hier enthüllt sich ein Denkfehler in den 3 Rohstoffen des Spiels. Unser Hauptrohstoff ist Dilithium, welches wir mit entsprechenden Raffinerien und Bergbauschiffen aus Monden abbauen. Blaue Monde haben 20.000 Dilithium, purpurfarbene können unbegrenzte Mengen liefern. Dazu kommen Crew und Offiziere. Offiziere sind zumindest in der Kampagne fast nie Thema, während Besatzung durch Sternenbasen kontinuierlich generiert wird. Je mehr Sternenbasen, desto schneller ist dieser Prozess. Das Problem? Ein Dilithium-Mond hat genug Material für 10 Sternenbasen, die wir beliebig platzieren können. Die offensichtliche Lösung für unser Problem ist also, direkt neben die eben gerettete Sternbasis einfach noch eine zweite zu bauen, vielleicht sogar noch eine dritte. Da Sternbasen auch recht viel Feuerkraft haben, verteidigen sie sich auch noch gegenseitig. Wie bereits erwähnt, arbeiten Sternbasen schneller, wenn sie sich in der Nähe eines Planeten befinden, wobei diese hier im Grunde nur Teil der Skybox sind, weitere Interaktionen gibt es hier also noch nicht. Es ist auch völlig egal, ob dieser Planet auch nur annähernd bewohnbar aussieht. Wenn Besatzung ein Thema sein soll, hätte man Sternenbasen aber noch etwas mehr begrenzen müssen. Entweder nur in der Nähe vom Planeten und dort nur jeweils eine, oder zumindest mit einem erzwungenen Mindestabstand, wenn der Bau sonst zu sehr eingeschränkt wäre. Und weil die ersten 2 Missionen so wenig geleistet haben, fühlten sich die Entwickler hier wohl nicht wohl dabei, dem Spieler das volle Arsenal der Föderation zur Verfügung zu stellen. Hier müssen wir uns mit 2/3 begnügen. Unser bestes Schiff ist also die Akira-Klasse statt der Sovereign. Über die Probleme der Borg sprechen wir noch, aber da Borg-Schiffe im Grunde gleichwertig mit ihren Gegenstücken sind, löst Akira-Spam jedes Problem in dieser Mission. Das muss es auch, wenn wir noch nicht mal die Steamrunner-Klasse bauen dürfen, um damit Stationen zu bombardieren. Das hier wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, uns dies näher zu bringen. Und so endet die Föderationskampagne genau an dem Punkt, an dem sie gefühlt gerade erst anfangen sollte. Die Klingonen-Kampagne beginnt dafür in der Progression genau da, wo wir bei der Föderation aufgehört haben. Im Gefecht mit den Borg. Dieser Auftakt ist direkt sehr stark, mitunter auch deshalb, weil Star Trek doch sehr auf die Föderation zentriert ist. Daher finde ich es sehr erfrischend, auch mal andere Völker gegen die Borg kämpfen zu sehen.
Selbst 20 Jahre später war es ja das höchste der Gefühle, im Lower Decks-Intro eine Schlacht zwischen Borg und Romulanern zu sehen, und es ist ja scheinbar auch bei einem assimilierten Romulaner-Schiff geblieben. Wobei ich verstehen kann, wieso das Kollektiv diese Erfahrung nicht wiederholen wollte. Unter Kanzler Martok heizen die Klingonen im Kollektiv ziemlich ein. Da die Mission aber in ihrer Struktur recht simpel ist, sprechen wir hier ein wenig über die Völkerdifferenzen. Im Grunde haben alle vier spielbaren Völker den gleichen Aufbau, ähnliche Schiffsklassen und Stationen. Die Hälfte der klingonischen Schiffe und fast alle der Romulaner besitzen Tarnvorrichtungen, ansonsten liegen die größten Unterschiede in den Spezialwaffen. Die eigentlichen Schiffstypen sind fast völlig identisch. Jedes Volk hat einen Aufklärer, einen Zerstörer, einen Allzweckkreuzer, einen Schlachtkreuzer, ein Forschungsschiff und eine Superwaffe, wobei die der Föderation und der Borg Stationen sind. Hinzu kommt ein Torpedokreuzer, der aber je nach Volk etwas anders funktioniert. Die der Föderation und Romulaner, verkörpert durch die Steamrunner und Raptor-Klassen, sind Artillerieschiffe, die stationäre Verteidigung mit Trikobalt-Torpedos aus sicherer Distanz bombardieren. Ihre Waffen richten zwar Flächenschaden an und schaden auch verbündeten Schiffen, aber durch die Reisezeit der Projektile sind sie nur gegen stationäre Ziele gut einsetzbar. Die Gegenstücke der Klingonen und Borg verwenden die üblichen Torpedos, können aber mit ihren Spezialwaffen sehr gut feindliche Schiffe entern. Ein weiterer kleiner Unterschied sind die Stärken der Schiffsbesatzungen. Je nach Volk sind diese unterschiedlich gut in Schiffsreparatur oder Enterkommandos, außer man ist die Borg, die sind nämlich überall überdurchschnittlich. Und dann sind da natürlich die Schiffs- und Stationsnamen, wobei die Liste der Namen für Sternenbasen bei Klingonen und Romulanern nur aus jeweils einem Eintrag besteht. Insbesondere die Zerstörer werden im Grunde von ihren Spezialfähigkeiten getragen, wobei diese mit Ausnahme der erwähnten Minen der Defiant-Klasse zumindest situativ sehr nützlich sind und die Romulaner durch ihre Version im Grunde alles sehen können, was ihre Gegner sehen. Aufklärer erhalten immerhin bei allen Völkern die Fähigkeit, getarnte Schiffe aufzuspüren, auch wenn die KI in Kampagnen kaum ihre Tarnung einsetzt. Allzweckkreuzer wie die Akira- und Voyager-Klassen bilden im Early Game das Rückgrat eurer Flotte, je nach Volk auch in beliebiger Kombination mit Torpedokreuzern. Im Late Game lösen die Schlachtkreuzer den Allzweckkreuzer ab, während Forschungsschiffe sie ergänzen. Forschungsschiffe wie die Nebula-Klasse haben eine sehr geringe Feuerrate mit ihren üblichen Waffen, können aber dafür bis zu 4 verschiedene Spezialwaffen besitzen, was es ihnen ermöglicht, den Verlauf eines Gefechts grundlegend zu verändern. Insbesondere in der Kampagne lösen sie aber leider kein Problem, das nicht mit mehr Schlachtkreuzern gelöst werden könnte, und da sie ohne Spezialwaffen recht schwach sind, ist die erforderliche Investition zunächst sehr hoch. Falls ihr dieses Spiel früher online gespielt habt, berichtet mir gerne von euren Schachzügen mit diesem Schiffstyp. Ich habe leider nicht die Erfahrung, um sie selbst ordentlich wertzuschätzen. Der Kampf mit dem Borg endet siegreich, aber Martok muss feststellen, dass die von ihm angeforderte Verstärkung immer noch nicht angekommen ist. Als es endlich soweit ist, stellt sich heraus, dass Toral die Flotte für seine Zwecke abgeworben hat. Dies führt uns zur schwächsten Mission der Klingonenkampagne. Martok hat seine Flagge von der Nekvar auf irgendeine Sternenbasis verlegt und ich weiß beim besten Willen nicht wieso. Stattdessen ist also der Plan, auf Worf zu warten. Viel mehr können wir hier auch gar nicht tun, da die Map ziemlich leer ist. Glücklicherweise begnügen sich Torals Streitkräfte in erster Linie mit der Zerstörung der unbewaffneten Sensorenphalanxen im System. Diese Mission wirkt sehr unfertig. Als Worf eintrifft, überzeugt er Martok, den Kampf hier aufzugeben und stattdessen nach Kornos zu reisen, um dort das wahre Schwert zu präsentieren. Glücklicherweise ist auch hier wieder ein Wurmloch, durch das wir den Sektor verlassen können. Ich weiß aber nicht, wie das bei der Flucht helfen soll, weil nichts Toral daran hindern sollte, einfach hinterher zu fliegen. Dieses Wurmloch hat schlicht keinen Grund, hier zu sein. Über Kornos hat der Kampf bereits begonnen. Martok beschließt, seine Verbündeten von der Sternenbasis aus zu koordinieren, von der Nekvar fehlt erneut jede Spur. Worf bietet an, sein Amt als Sternflottenoffizier niederzulegen, aber Martok ist weitsichtig genug, ihn stattdessen sinnvoller einzusetzen. Er bittet Worf, die Avenger mit einer klingonischen Tarnvorrichtung ausstatten zu lassen, wodurch sie der Defiant ganz nebenbei noch etwas ähnlicher wird. Worf glaubt, dass Toral wieder mit den Romulanern kooperiert, und er soll dies bestätigen, wenn die Schlacht gewonnen ist. Man würde meinen, Torals Ruf sei durch die Enthüllung der Ereignisse von Redemption dauerhaft zerstört, wenn man bedenkt, wie sehr die Klingonen die Romulaner hassen. Aber zugegebenermaßen ist es nicht die Schuld der Armada-Autoren, dass sein Charakter so verschwendet wurde. An dieser Stelle sollte ich anmerken, dass ich gerade mitten in einem DS9-Rewatch bin. Und rückwirkend betrachtet wünschte ich, dass Torals einziger Auftritt dort sinnvoller gewesen wäre. Redemption endete damit, dass Worf Torals Leben verschonte, nachdem er von seinen letzten verbliebenen Verwandten hintergangen wurde. Ich finde, das hätte Spuren hinterlassen sollen und der Dominion-Krieg wäre ein perfekter Zeitpunkt für den jetzt etwas älteren Toral gewesen, den guten Ruf seines Hauses wiederherzustellen. Worf hätte seine Abneigung und Misstrauen überwinden müssen, aber das wäre ein perfekter Beweis für die grundlegende Trek-Philosophie gewesen, dass wir alle besser sein können.
Leider ist das nicht das, was wir bekommen haben. Und da Worf inzwischen den Titel Fluch der Duras-Familie führt, müssen wir davon ausgehen, dass da auch nichts mehr durch Retconning zu holen wäre. Zurück zur Mission. Diese ist die erste, wo wir einen unerschöpflichen Dilithium-Mond bekommen können, der auch gut platziert in der Kartenmitte liegt, auch wenn Thorals Streitkräfte gerne härter darum kämpfen dürften. Völlig überflüssig ist aber auch auf dieser Karte wieder das Wurmlochpaar, das die beiden Enden der Karte verbindet. In dieser Mission dürfen wir auch zum ersten Mal eine Superwaffe einsetzen, in diesem Fall die Jach-N-Klasse. Dieses teure Schiff besitzt eine Schockwellenwaffe, die das Schiff beim Einsatz zerstört, aber alles vor ihm ebenfalls in Stücke reißt. Und wenn man einen Blick ins Handbuch wagt, welches wir früher sogar ausgedruckt hatten, sieht man auch, dass sich die Mühe gemacht wurde, diese Schiffsklasse in die Star Trek Lore zu integrieren. Dieses Schiff wurde als Weg für alte oder kranke Klingonen konzipiert, um ehrenhaft im Kampf sterben zu können. Die Mission ist ansonsten gut, aber nicht sehr besonders. Als Thoral flieht, folgt Worf ihm in der getarnten Avenger und bestätigt seinen Verdacht, woraufhin Martok dem romulanischen Sternimperium den Krieg erklärt. Im Finale der Kampagne führen wir einen Erstschlag gegen eine romulanische Basis aus, was in die Romulaner Kampagne überleitet. Das bedeutet aber leider auch, dass die Klingonen als Verbündete im Kampf gegen die Borg ausfallen. Ansonsten ist die Mission nur insofern besonders, dass wir dort zum ersten Mal eine Basis komplett von vorne aufbauen. Für die Romulaner agiert Admiral Zela als Hero Unit und anders als in ihren Fernsehauftritten darf sie sogar Kompetenz beweisen. Diese Kampagne beginnt sehr passend mit einer Spionageaktion. Wir sollen einen romulanischen Wissenschaftler aus der Gewalt der Klingonen befreien, wozu Zela widerwillig die Hilfe der Tal Shiar in Anspruch nimmt. Hier haben wir bereits fast vollständigen Zugang zum Tech-Tree der Romulaner, abseits der Superwaffe, welche von dem führenden Wissenschaftler entwickelt werden sollte. Wir können hier also direkt mit Warbirds als Hauptschiff arbeiten, wobei die Griffin-Klasse durch ihre Sensorstörfähigkeit trotzdem noch einen Use Case hat. Aber wo wir schon mal hier sind, möchte ich betonen, dass die Romulaner von allen vier Hauptfraktionen die wenigsten TNG-Ära-Schiff-Designs haben, hier mussten die Entwickler also recht viel nacharbeiten. Selbst die Borg haben ironischerweise mehr, 5 Stück, wenn man den taktischen Kubus separat mitzählt, und 4 davon sind auch im Spiel. Und trotzdem folgt alles der etablierten romulanischen Designphilosophie. Das klingt nicht nach einer großen Sache, bis man bedenkt, dass in der ersten Staffel von Discovery nur eines der klingonischen Schiffe wie etwas aussah, was die Klingonen bauen würden, und auch Picards erste Staffel mit 2 Copy-Paste-Flotten endete. Das waren 2 hochkarätige Produktionen, aber entweder war man dort nicht fähig oder nicht bereit, diese Mühe zu investieren. Und ich weiß nicht, was davon schlimmer wäre, denn ersteres würde bedeuten, dass die Designer dort allesamt unfähig sind und letzteres, dass die Verantwortlichen keinen Respekt für ihr Quellmaterial haben. Diese Mission kann tatsächlich je nachdem, wie schnell wir sind, unterschiedlich ablaufen. Wenn wir das Ziel rushen, verläuft die Operation ohne weitere Zwischenfälle. Der Spion stiehlt ein feindliches Konstruktionsschiff und die Klingonen greifen vorübergehend keine Einheit des Spielers an, damit es nicht sofort zerstört wird. Das hier hätte man aber ruhig etwas besser lösen können, da es die Aufräumaktion am Ende komplett trivialisiert. Ich finde es auch fragwürdig, dass die Klingonen im Krieg mit einem Volk sind, dessen Schiffe sich fast allesamt tarnen können, aber keinerlei Maßnahmen dagegen ergriffen haben. Insbesondere weil Alpha Strikes aus der Tarnung heraus recht stark sind, weil es mehrere Sekunden dauert, bis eure Gegner das Feuer erwidern können. Wenn wir den Spion später einschleusen, kann er nicht verhindern, dass der Wissenschaftler verlegt wird. Stattdessen schaltet er die stationären Verteidigungen der klingonischen Basis ab, sodass wir sie leichter mit Gewalt erobern können. Hier ist aber etwas Fingerspitzengefühl gefragt, damit wir das Schiff, mit dem der Wissenschaftler transportiert wird, nicht versehentlich zerstören, statt es zu erobern. Eine Funktion zur gezielten Zerstörung der Schilde mit anschließenden Enter-Kommandos gab es leider erst im zweiten Teil, zusammen mit spezialisierten Enter-Schiffen. Nach Abschluss der Operation fordert der Tal Shiar direkt ein, dass Zela den Gefallen erwidern und ins Devron-System reisen soll, denn wie wir wissen, finden alle wichtigen Ereignisse der Galaxie im Devron-System statt. Dort angekommen erfährt Zela, dass die Ferengi ein stabiles Omega-Partikel entdeckt haben und nun vorhaben, es an die Cardassianer zu verkaufen. Dieses Partikel kann theoretisch als unbegrenzte Energiequelle genutzt werden, aber seine Zerstörung wäre absolut katastrophal, da die Explosion im Einzugsgebiet jeden Einsatz des Warp-Antriebs unmöglich machen würde. Die Sternenflotte hat deshalb eine geheime Omega-Direktive, die die sichere Vernichtung des Partikels mit allen erforderlichen Mitteln vorschreibt, einschließlich des Bruchs der obersten Direktive. Die Borg wissen ebenfalls vom Partikel und wollen es um jeden Preis besitzen, da sie es als perfektes Molekül betrachten, mit einer fast religiösen Ehrerbietung. Während der Tal Shiar an einem Schiff arbeitet, das das Molekül sicher transportieren kann, soll Zela verhindern, dass die Cardassianer Omega in ihre Gewalt bringen. Diese Mission verdeutlicht den Ansatz des Spiels, was NPC-Völker angeht. Völker wie die Sona, Ferengi oder Cardassianer haben in der Regel 1 bis 2 Schiffstypen und im Fall des Dominions sogar eine eigene Station, verwenden aber ansonsten die Assets der Hauptvölker wieder.
Das fällt durch die Spielerfarbe nicht direkt auf und ergibt für die Ferengi auch Sinn, aber es wirkt schon etwas komisch, dass die Cardassianer ähnliche Werften wie die von ihnen gehassten Klingonen verwenden. Nichtsdestotrotz eine gelungene Lösung angesichts der vermutlich begrenzten Mittel und Zeit, die den Entwicklern zur Verfügung standen. Obwohl die Ferengi das Partikel bereits an die Cardassianer verkauft haben, sehen sie sich natürlich nicht als haftbar, wenn jemand anderes schneller an Omega kommt. Nach ein paar Gefechten bieten sie uns daher an, sich im Tausch für 2 Frachter Dilithium, das sind nur 300 Einheiten zuzüglich des Materialwerts der Schiffe, aus den Kampfhandlungen herauszuhalten. Das ist eine Lösung, die sehr gut zu beiden Völkern passt, aber man muss aufpassen, dass beide Frachter auch wirklich voll sind. Die Ferengi werden dann völlig passiv und lassen sich sogar widerstandslos abmetzeln. Das hätte man vielleicht auch noch berücksichtigen können. Außerdem ändert es irgendwie an diese einseitigen Handelsabkommen aus Civilization, nur eben zugunsten des Spielers. Es ist übrigens auch nicht möglich, das Partikel zu zerstören, da es zwar technisch gesehen ein Schiff ist, aber seine Hitpoints nicht auf Null fallen können. Was ich seltsam finde, hier wäre Raum für ein Non-Standard Game Over gewesen. Aber gerade wenn wir Omega gesichert haben, fallen die Borg in das System ein. Und da wir uns im Cutscene-Modus befinden, ist Kämpfen natürlich keine Option. Nein, stattdessen lassen die Romulaner sich lieber quer durch den Weltraum in klingonisches Gebiet jagen. Wäre aber auch ohnehin nicht so smart gewesen, einen Borg-Magneten zur Heimatwelt zu bringen. Leider kann sich das Eindämmungsschiff nicht tarnen, aber zum Glück ist diese Mission sehr stark geskriptet. Wenn ihr mich fragt, etwas zu stark, da uns die Lösung jedes Problems direkt verraten wird. Ich denke, wir sollten zumindest selbst scouten müssen. Auf so einer Karte ohne eigene Basis zeigt sich aber der potenzielle Wert von Forschungsschiffen. Warbirds können mit ihrer Spezialwaffe die Schilde feindlicher Schiffe anzapfen, wodurch die Spezialenergie im Grunde zu einer zweiten Schildleiste wird. Aber da unsere Flotte gemischt ist, können Forschungsschiffe mit ihrer Schildübertragung als Heiler agieren. Diese Mission lösen wir mit sehr romulanischen Methoden, aber eines der Hindernisse ist völlig übertrieben. Ein Wurmloch, dessen Partner alle paar Sekunden wechselt. Es kann unsere Schiffe also an ihr Ziel bringen oder aber auch in ein gemischtes Feld aus schädlichen Nebeln. Und da sich unsere Schiffe bei Flügen durch Wurmlöcher gerne mal Zeit lassen, kann man hier sehr viel unverschuldeten Schaden nehmen. Der Wechsel ist noch dazu häufig genug, dass ein entbehrliches Schiff vorzuschicken nicht viel bringt und es sogar passieren kann, dass die ganze Flotte aufgeteilt wird. Außerdem müssen wir hier im Grunde mit Kontrollgruppen arbeiten, da wir nur maximal 8 Schiffe zur gleichen Zeit auswählen dürfen. Während Sela Omega in Sicherheit bringt, bleibt ihr Kontaktmann vom Tal Shiar zurück, um die Borg aufzuhalten. Merkt euch das bitte. Zum Abschluss ziehen die Romulaner einen absoluten Power-Move durch. Mit dem Wissen, dass die Borg alles tun werden, um Omega zu besitzen, bieten sie an, es dem Kollektiv zu übergeben, wenn es dabei hilft, die Reste von Thorals Streitkräften zu vernichten. Anderenfalls würden sie Omega zerstören. Das soll es dem Sternenimperium ermöglichen, in Friedensverhandlungen mit den Klingonen zu treten, auch wenn ich nicht weiß, wie das die Romulaner ehrbar aussehen lassen soll. Wieso haben sie Thoral nicht einfach an die Klingonen ausgeliefert oder ihnen gesteckt, wo seine Base ist? Klar, Martok vertraut den Romulanern nicht, aber ich glaube nicht, dass die Borg als Waffe einzusetzen sie vertrauenswürdiger aussehen lässt. Aber es ist immerhin sehr romulanisch gedacht. Sie haben das Kollektiv an den Eiern und nutzen das völlig souverän aus. Das bedeutet schlechte Nachrichten für Thoral, den wir hier komplett auseinandernehmen dürfen. Hierzu können wir auch die romulanische Superwaffe verwenden, die ähnlich wie die Schockwellenschiffe der Klingonen funktioniert, aber in einem Radius arbeitet. Durch ein Skript-Event setzt Thoral hier sowohl getarnte Schiffe gegen uns, als auch eigene Schockwellenschiffe gegen die Borg ein, wenn wir dies nicht verhindern. Und nachdem wir mit Thoral fertig sind und die Borg ihre Assimilationsabsichten wieder kundtun, lässt auch Sela ihre Täuschung fallen. Statt Omega enttarnt sich eine ganze Flotte romulanischer Schiffe, mit denen wir auch die verbliebenen Borg vernichten. Wobei wir das auch schon im Vorfeld tun können, die Borg reagieren hierauf nicht. Die Romulaner haben damit also alle ihre Ziele erreicht. Nachdem sie von den Romulanern zu ihrer Bitch gemacht wurden, hat das Borg-Kollektiv nun die Schnauze voll und initiiert einen neuen Plan. Zu diesem Zweck bekommen wir den Auftrag, eine Kloneinrichtung des Dominion zu assimilieren. Das hier ist einer der wenigen Fälle, wo die Borg gegen das Dominion ausgespielt werden und um ehrlich zu sein, würde ich das nur zu gerne öfter sehen. Das Dominion ist vielleicht eine der wenigen Mächte, die den Borg auf Augenhöhe begegnen können, wenn letztere es nicht super ernst meinen. Immerhin hat das Dominion keinen Mangel an Schiffen oder Rohstoffen und unbegrenzten Zugang zu loyalem Personal ohne allzu großen Selbsterhaltungstrieb. Mit etwas Glück wären die Jem'Hadar sogar als Drohnen aufgrund ihrer White-Abhängigkeit ungeeignet. Aber obwohl wir direkt Zugang zum vollen Arsenal der Borg haben, sollten wir keine große Schlacht erwarten, das Dominion ist immerhin keine vollwertige Spielerfraktion. Mir würde es aber schon reichen, wenn die Borg ordentlich konzipiert wären, denn wie ich bereits erwähnte, unterscheiden sie sich kaum von den anderen 3 Völkern. Das bedeutet, ein Kubus ist etwa vergleichbar mit einer Sovereign, Nekvar oder einem Warbird. Und es bedeutet auch, dass Borg-Schiffe im Vergleich zu ihren Gegenstücken in der Serie winzig sind.
Eine bessere Umsetzung der Borg finden wir in der Fleet Operations Mod für Armada 2. Dort sind Borg-Schiffe teurer, aber auch dementsprechend wesentlich stärker. Hinzu kommt, dass jedes Borg-Schiff einzeln aus einem festen Satz Modulen gebaut wird, eine Werft gibt es nicht. Jeder Schiffstyp kann also nochmal zusätzlich spezialisiert werden. Der taktische Kubus ist hier keine separate Klasse, sondern einfach ein normaler Kubus mit zusätzlicher Panzerung. Ein weiterer Tweak hätte sein können, dass die Borg sehr wenig Crew selbst generieren können, sondern gezielt mit ihrer Assimilator-Klasse auf Tour gehen und die Besatzung feindlicher Schiffe und Stationen entführen müssen. Diese Schiffsklasse hat ein etwas ungewöhnliches Design, da sie als einzige kein regelmäßiger Körper, Kugel oder Kegel ist. Damit war man offenbar auch intern nicht wirklich zufrieden, im Sequel wurde für diese Klasse das Design aus Descent verwendet, welches zwar Canon ist, aber trotzdem nicht wie etwas wirkt, was die Borg üblicherweise bauen würden. Assimilatoren und Kuben werden auch das Rückgrat jeder Borg-Flotte bilden, da die Spezialwaffen beider Schiffe darauf spezialisiert sind, feindliche Schiffe und Stationen zu erobern. Diese Fähigkeiten haben ein gewaltiges Snowballing-Potenzial, da 8 Kuben so ziemlich alles innerhalb von Sekunden assimilieren können. Das hätte man vielleicht etwas eingrenzen müssen, wäre aber auch kein Problem, wenn die Borg generell mit weniger Schiffen arbeiten würden. Sobald wir die Kloneinrichtung erobert haben, wird der Plan der Borg deutlich. Sie klonen Locutus neu, damit dieser die Pläne des Kollektivs vollenden kann. Nun ist es nicht neu, dass die Borg eine einzelne Drohne ein Stück weit aus dem Kollektiv lösen können, ich kann mich sogar darauf einlassen, dass dies eine Sicherheitsmaßnahme ist, damit das Kollektiv nicht in irgendwelchen Logikschleifen gefangen wird. Aber TNG Locutus war mitunter deshalb so beängstigend, weil wir wissen, dass er mal Picard war. Als Klon hat Armada Locutus diesen Vorteil nicht und er existiert hier nur aus einem Grund, damit die Borg eine Hero Unit haben. Im Sequel wird diese Rolle an die Borg-Königin gehen. Discovery nennt dies Wähle deinen Schmerz. Mission 2 passt hervorragend in das Konzept der Borg. Diese haben Seelas Kontaktperson mit einem Teil Shi'ar assimiliert und so das ungefähre Versteck des Omega-Partikels erfahren. Nachdem die Romulaner in ihrer Kampagne also so super kompetent waren, erlauben sie sich nun den riesigen Schnitzer, ausgerechnet eine der zwei Personen, die wusste, wo Omega hingebracht werden sollte, in die Hände der Borg fallen zu lassen. Und obwohl die Romulaner wissen müssten, dass die Position von Omega kompromittiert ist, unternehmen sie keinen Versuch, es zu verlegen. Was Locutus Eile erklären würde, wenn sie es täten. Da das Startkontingent der Borg zu schwach und Locutus der Meinung ist, nicht auf Verstärkung warten zu können, sollen wir zunächst alle anderen Schiffe und Stationen im Sektor assimilieren. Grundsätzlich ist das eine gute Missionsstruktur, aber ich muss hinterfragen, wieso sich in diesem Sektor Schiffe der Föderation, Klingonen, des Dominion sowie der Breen befinden, während gleichzeitig die Romulaner hier eine starke Präsenz haben und das wertvollste Objekt der Galaxie aufbewahren. Die vielen kleinen Begegnungen sind sehr geskriptet, aber haben zur Folge, dass man eine wilde Mischung verschiedener Schiffe hat, während man zur sicheren Assimilation der romulanischen Sternenbasis auf Kuben setzen sollte. Der Bau einer Basis ist aber zum Glück durchaus möglich, man kann die assimilierten Schiffe also auch einfach demontieren. Assimilieren muss man aber trotzdem, weil das Skript dieser Mission sonst kaputt geht. Sie hätte aber gut von einem Feature aus dem zweiten Teil profitieren können, denn dort können Borg-Kuben die Spezialwaffe jedes beliebigen feindlichen Schiffs assimilieren. Und wenn in einer speziellen Station ein assimiliertes Schiff demontiert wird, können alle Kuben dessen Spezialwaffe nutzen. Das überträgt immerhin schon mal ein Stück weit die Anpassungsfähigkeit der Borg ins Gameplay, aber meiner Meinung nach müssten die Borg auch eine passive Resistenz gegen die Waffen eines Volks aufbauen, bis sie von einem anderen Volk angegriffen werden. Das würde auch den Punkt des Spiels, dass die anderen drei Völker die Borg nur gemeinsam bezwingen können, untermauern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Sternenflotte Botschafter Spock beauftragt, Friedensverhandlungen zwischen den Klingonen und Romulanern zu moderieren. Spock wird hier nur namentlich erwähnt, wir bekommen ihn weder zu sehen noch zu hören, aber anscheinend ist seine Arbeit in der Wiedervereinigungsbewegung kein Vollzeitjob. Locutus gibt den Befehl, ihn abzufangen und kümmert sich anschließend um den nächsten Schritt, die Verlegung von Omega in den Borg-Raum. Zu diesem Zweck sollen wir ein Transwarp-Tor errichten, die Superwaffe der Borg, die im Grunde als vorübergehendes Wurmloch funktioniert. Erschwert wird dieses Vorhaben aber durch die Präsenz von Kosmozoanen, die nicht assimiliert werden können. Sie können auch technisch gesehen keinen Schaden anrichten, aber jeder ihrer Angriffe tötet Besatzungsmitglieder der betroffenen Schiffe und Stationen. Das heißt wiederum aber auch, dass sie gegen Verteidigungsgeschütze völlig machtlos sind. Dieses Problem lösen wir letztendlich durch Sternenbasen-Spam, Torpedogeschütze und die Vernichtung der Muttertiere. Aber es ist durchaus eine interessante Variation des normalen Kampfgeschehens und womöglich wurden hier auch Ideen für die spätere Umsetzung der Spezies 8472 im Sequel erprobt. Nachdem Omega gesichert und Spock assimiliert ist, steht im Grunde nur noch eine Flotte zwischen dem Borg und der Erde. Locutus zerstört im Erstschlag Utopia Planitia, anschließend beginnt die Schlacht um Sektor 001. Dabei treffen wir auch auf die reparierte Premonition und die Avenger, welche wir zerstören oder assimilieren können.
Ebenfalls präsent sind zwei Schiffe der Galaxy-Klasse, die aber nicht frei baubar ist. Das Modell existiert eigentlich nur aus einem Grund, den wir später erfahren werden. Die Enterprise entkommt uns aber durch einen von der Premonition geöffneten temporalen Riss. Und weil in Star Trek böse gleichbedeutend mit dumm ist, schnallt Locutus nicht, dass eine zeitreisende Enterprise ein Problem ist. Aber ohne die Enterprise mit Picards Borg-Sinn oder die Unterstützung durch die Klingonen und Romulaner ist die Sternflotte dem Borg nicht gewachsen. Nur wenige Tage nach der Schlacht bleibt nur eine assimilierte Erde zurück. So kann es natürlich nicht enden, also bekommen wir zum Auftakt der letzten Kampagne die Flucht der Enterprise aus ihrer Perspektive gezeigt. Nach dem Zeitsprung schließt sie sich dem Konvoi an, der Spock eskortieren soll. Dieser befindet sich auf einem Schiff der Galaxy-Klasse, dessen Name mich sehr stört. Wir haben in der ganzen Serie nur drei Schiffe dieses Typs gesehen, die Namen hatten und zerstört wurden. Und natürlich musste man hier genau einen dieser drei Namen nehmen. Was folgt, ist die nervigste Mission im gesamten Spiel. Sowohl die Enterprise als auch die Odyssey müssen beschützt werden, soweit so selbsterklärend. Allerdings werden die Borg sich praktisch gänzlich auf die Odyssey konzentrieren und sie haben gleich mehrere Fähigkeiten, die sehr schnell zu einem Game Over führen können. Der Assimilationsstrahl kostet euch Crew, die ihr nur durch den Missbrauch des Gemini-Effekts unbegrenzt ersetzen könnt. Diese Spezialwaffe der Nebula-Klasse wurde sogar im Intro gezeigt, damit die Enterprise mit einer Kopie ihrer selbst einen Kubus zerlegen konnte. Und ich habe so viele Fragen. Wird die Besatzung auch geklont? Wissen sie, dass sie Klone sind? Haben sie Schmerzen, wenn sie sich wieder auflösen? Wie ist diese Waffe überhaupt entwickelt worden? Was war bitte der Pitch dafür? Aber da hört es nicht auf. Borg-Kuben sind mit ihrem Traktorstrahl auch super gefährlich und Diamanten haben gleich vier verschiedene Wege, euer Leben zu ficken. Sie können ein anderes Schiff vorübergehend unverwundbar machen, eure Flotte mit einem einzigen Angriff schwer beschädigen oder vorübergehend die Kontrolle über ein beliebiges eurer Schiffe übernehmen, was sie bevorzugt mit der Odyssee machen, welche eure Schiffe dann für die Borg zerstören, wenn ihr nicht super schnell reagiert. Und ihre vierte Fähigkeit macht literally euer HUD kaputt, indem es alle Bedienelemente wild umherfliegen lässt. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt eine Wirkung für die KI eingeplant wurde, aber gegen menschliche Spieler ist es kompletter Abfuck und ich hasse alles daran. Wer auch immer diese Fähigkeit entworfen hat, verdient es, mit Neelix, Alexis und Calvin in einen Container gesperrt und darin im Meer versenkt zu werden. Wenn er oder sie nett fragt, gebe ich noch einen Phaser mit genug Energie für einen tödlichen Schuss dazu. Ein Tipp für euren Playthrough? Die Transwarp-Punkte der Borg suchen sich scheinbar einen Ort in der Nähe der Odyssey. Ihr könnt also eine eurer Defiance zum Zielpunkt schicken und dann die Odyssey von einem blauen Nebel zum nächsten fliegen lassen, wann immer die Luft rein ist. Und bei genauerer Betrachtung dieser verhassten Karte habe ich auch erfahren, dass es in der unteren linken Ecke ein Wurmloch gibt, welches euch auf die andere Seite der Karte bringen kann. Allerdings kollabiert es wenige Sekunden nach der ersten Nutzung und der einzige Weg raus aus dem Kartenareal, in dem ihr landet, führt durch einen roten Nebel. Mir persönlich wäre da die Gefahr zu groß, dass das Pathfinding dazwischen funkt. Als nächstes kommt dann das Finale der Borg-Kampagne, aber mit vertauschten Rollen. Dieses Mal spielen wir die Sternenflottenseite und dürfen zum ersten Mal in diesem Spiel ihr volles Arsenal einsetzen. Dazu gehört auch ihre Superwaffe. Hier haben sich die Entwickler für eine Station entschieden, die in einem beliebigen Gebiet auf der Karte vorübergehend die Zeit einfrieren kann. Das wirkt wirklich wie ein Nebenprodukt von Sternenflottenforschung, das eben für sich noch keine Waffe ist. Ebenfalls steuerbar ist hier die Premonition, die die Feuerkraft einer Sovereign besitzt und zusätzlich mit dem Gemini-Effekt der Nebula-Klasse sowie der Zeitsuperwaffe ausgestattet ist. Man kann sie also durchaus aggressiv einsetzen, solange man sich nicht überschätzt. Da die Friedenskonferenz dieses Mal erfolgreich verlief, kommt dann nach einer Weile die Enterprise mit einer kombinierten klingonischen und romulanischen Flotte im Schlepptau. Mich stört hier aber, dass Martok und Sela außerhalb ihrer Kampagnen keine Sprechrolle mehr haben. Ich finde es nicht abwegig, dass sich die Klingonen am Kampf gegen die Borg beteiligen würden und auch die Romulaner sähen es sicher in ihrem Interesse, nachdem sie Omega verloren haben. Aber hier ging eine Menge an potenziellen Spannungen verloren, die verdeutlicht hätten, dass dies hier eben nur ein Zweckbündnis ist, in dem jeder Staat seine eigenen Interessen verfolgt. Friedensvertrag ist hier gleichbedeutend mit gemeinsamer Verteidigung einer dritten Macht. Nachdem die Borg aus dem Sonnensystem vertrieben sind, gelobt die Sternflotte die Verteidigung von Utopia Planitia für die Zukunft zu verstärken. Jetzt würde ich ihnen gerne sagen, dass sie sich die Mühe sparen können. Aber Picard pocht darauf, die Borg weiter zu verfolgen. Sie haben schließlich immer noch Omega und einen Brückenkopf im Alpha-Quadranten. Im nächsten Schritt gilt es also, diesen zu erobern, damit wir die Borg auf ihrem eigenen Gebiet angreifen können. Und wäre das hier nicht Armada, wäre das an sich bereits ein Himmelfahrtskommando. Von jetzt an spielen wir im Grunde die drei Völker des Alpha-Quadranten gemeinsam, aber die Klingonen und Romulaner werden durch die Reduktion der Rollen ihrer Hero-Units im Grunde zu Anhängseln der Föderation.
Sehr schade, aber immerhin dürfen wir die Fähigkeiten dieser drei Völker nun beliebig für den Kampf gegen die Borg kombinieren. In Ermangelung der erwähnten Anpassungsmechanik müssen wir das aber leider gar nicht, was die Idee, dass ohne diese Allianz ein Sieg unmöglich wäre, untergräbt. Immerhin hat man aber so weit gedacht, die grundlegenden Tech-Trees aller drei Völker direkt freizuschalten, sodass man nicht drei vollwertige Basen hochziehen muss. Zum Abschluss begeben sich Picard, Sela und Martok also in den Delta-Quadranten, wo sie bereits von Locutus erwartet werden. Also müssen sie sehr schnell wieder raussnopen, und da für diese Distanz scheinbar auf beiden Seiten ein Tor existieren muss, zerstört Locutus einfach das Exemplar auf seiner Seite. Aber wie sich herausstellt, war das nur ein Ablenkungsmanöver, damit Worf eine kleine Gruppe getarnter Schiffe einschleusen kann. Der Plan ist nun, ein Konstruktionsschiff der Borg zu erobern und damit ein neues Transwarp-Tor zu konstruieren. Ich habe damit einige Probleme. Worf und Picard können trotz der Distanz immer noch miteinander FaceTime. Merkt euch das bitte für die Review zum zweiten Teil. Wenn dann der Plan ist, ein Schiff voller Borg-Drohnen zu erobern, wäre es sinnvoll, ein paar klingonische Torpedokreuzer mitzunehmen. Die haben zwar regulär keine Tarnvorrichtung, aber da die Avenger auch problemlos mit einer solchen ausgestattet werden konnte, dürfte das wohl kaum ein Hindernis sein. Dann gibt es natürlich gleich zwei potenzielle Ziele, die uns direkt verraten werden. Würden wir mit dem romulanischen Spion starten, könnten wir direkt mit einem unserer Schiffe die Sensorendaten der Borg abgreifen. Danach könnte man sie ja immer noch hervorheben, aber das hier ist das Finale, da darf man dem Spieler ruhig ein wenig Eigeninitiative zutrauen. Die beiden Kandidaten werden nicht nur kaum verteidigt, sondern haben auch nur ein Fünftel ihrer üblichen Besatzung. 500 Drohnen zu überwältigen wäre mit dieser Flotte nämlich gar nicht drin. Und dann ist da die Tatsache, dass wir es hier mit einer Schwarmintelligenz zu tun haben. Also müssten wir das halbe Kollektiv im Nacken haben, sobald Locutus merkt, was unser Plan ist. Hätten wir ein paar Warbirds dazu bekommen, wäre es vielleicht sogar realistisch gewesen, die Borg für ein paar Minuten abzuwehren, bis das Transwarp-Tor steht und Verstärkung eintrifft. Aber auch die besteht nur aus den drei verbleibenden Heldenschiffen und je einem Konstruktionsschiff jedes Volks. Wozu sollte man auch eine Flotte mitbringen, wenn man die Borg auf ihrem eigenen Gebiet angreift? Selbst für die Finte am Anfang kamen noch zwei Sovereigns mit. Fun Fact hierzu, ich habe bei meinem ersten Playthrough als Grundschüler meine Base weit entfernt von jeglichen Rohstoffen gebaut. Ich musste mich also vorarbeiten, indem ich Borg-Schiffe erobert und für ihre Rohmaterialien ausgeschlachtet habe. Hat aber trotzdem geklappt. Die Borg haben hier drei unerschöpfliche Dilithium-Mone zur Verfügung, aber die Gefahr ist trotzdem nicht so groß, wie man im Herzen des Borg-Raums erwarten würde. Das hier soll Unimatrix 1 sein. Das Transwarp-Tor zu verlieren ist übrigens auch eine Niederlagebedingung, selbst wenn wir noch die Mittel besitzen, um ein neues zu bauen. Ich vermute, dass die Devs kein alternatives Ende einplanen wollten, falls wir Omega zerstören, während wir kein Tor besitzen. Nachdem Omega destabilisiert wird, kommen die Heldenschiffe durch das Transwarp-Tor, wo sie von der Premonition erwartet werden. Jetzt wüsste ich zu gerne, wieso die eigentlich nicht mitgekommen ist, ihre Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, hätte dafür gesorgt, dass man die Borg aggressiver hätte machen können. Und von dem Tor, das wir in der vorherigen Mission extra erobern mussten, fehlt hier auch jede Spur. Aber gerade als die Premonition Kontakt mit den Rückkehrern aufnehmen will, verschwinden diese plötzlich. Eine kurze Analyse ergibt, dass sich die Zeitlinie verändert hat. Die Enterprise D wurde kurz nach der Farpoint-Mission von einem unbekannten Schiff zerstört, ohne Überlebende. Worf und Picard sind tot, Sela wurde nie geboren und Martok ist nie Kanzler geworden. Ich habe hier vorhin einen Schritt übersprungen. Wenn wir Locutus töten, schicken die Borg eine Sphäre in die Vergangenheit. Picard war die Premonition ja am Anfang vertraut vorgekommen, was die ganze Sache etwas geheimnisvoller machte und nun muss der Kreis natürlich geschlossen werden. Aber das Spiel will mir nun sagen, dass Locutus, der zuvor nicht das Problem hinter einer zeitreisenden Enterprise sah, nun smart genug ist, um einen eigenen Eingriff in die Zeitlinie zu befehlen. Andererseits, was erwarte ich eigentlich von dem Franchise, das uns auch sagen will, dass die Borg durch die Zeit kommunizieren können? Deshalb scheitern ihre Pläne ja auch nie. Die Premonition ist durch all dies aber unbeeinflusst, weil Quantensignatur. Was aber nicht mit Zeitlinien, sondern Paralleluniversen zu tun hat. Zur Info, dieses Spiel erschien 3 Jahre nach dem Voyager 2-Teiler Year of Hell. Temporale Schilde wären also eine potenzielle Lösung gewesen. Jedenfalls führt die Premonition einen eigenen Sprung durch und zerstört die zeitreisende Sphäre kurz nach ihrer Ankunft. Picard und seine Besatzung bekommen nur einen kurzen Blick auf ihre Retter, bevor sie wieder verschwinden. In der Gegenwart ist damit alles wiederhergestellt, was Captain Deming zum Anlass nimmt, in seine Zeit zurückzukehren. Eine Zeit, in der er und seine Crew aber bereits existieren müssten. Ja, okay, ich versuche lieber gar nicht, die temporalen Mechaniken hierhinter zu verstehen. Im Epilog zeigt sich Picard vorsichtig optimistisch, aber das Bündnis zwischen den drei Völkern bricht bereits wieder auseinander. Wie gesagt, hier hätte es wirklich geholfen, wenn Martok und Sela in den letzten Missionen mehr zu tun gehabt hätten.
Auch wenn Armada die Strategienische für Star Trek seinerzeit gut bedient hat, wird es inzwischen nur noch von seiner Story getragen. Und wenn man dieses Spiel mit seinem Nachfolger vergleicht, kommt rückwirkend betrachtet schon das Gefühl auf, dass Armada 2 genau das ist, was dieses Spiel ursprünglich sein sollte. Mit anderen Worten, Armada fühlt sich wie ein unfertiger Prototyp an. Diese beiden Titel liegen weniger als 2 Jahre auseinander und doch sind sie in Sachen Umfang, grafischem Detail und generellem Polish kaum zu vergleichen. Zwar war nicht jede Neuerung des Sequels gut und auch die Kampagnen habe ich wesentlich schwächer in Erinnerung, aber selbst wenn ihr das Feeling des ersten Teils bevorzugt, ist Armada 2 die bessere Plattform für Mods wie Fleet Operations. Der Skirmish-Mode ist zwar grundsätzlich solide, ihm fehlt aber auch aus irgendeinem Grund eine Speicherfunktion. Das ist auch der Grund, wieso sich diese Review vielleicht unfertig anfühlt. Das Spiel ist es auch. Eigentlich legen wir hier nur den Grundstein für die spätere Review des Sequels. Ungeachtet dessen war Armada prägend. Den Beweis dafür liefern Mods wie Armada 3 für Sins of a Solar Empire, die Spielern dabei halfen, die mehr als 20 Jahre Pause zwischen Armada 2 und Nimble Giant Star Trek Infinite zu überbrücken, welches ich leider noch nicht spielen konnte und welches ich auch einem unfairen, aber notwendigen Vergleich mit der New Horizons Mod für Stellaris stellen muss. Armada ist inzwischen auf GOG erhältlich, allerdings ist der inoffizielle 1.3-Patch weiterhin erforderlich. Wenn ihr das Spiel bereits auf DVD besitzt, sollte es immer noch möglich sein, es lauffähig zu bekommen. Allerdings musste ich feststellen, dass OBS die DVD-Version überhaupt nicht mag. Wenn ihr das Spiel streamen oder aufzeichnen wollt, solltet ihr bei Gelegenheit zur GOG-Version wechseln. Für die Review des zweiten Teils müsst ihr euch aber noch etwas gedulden. Die Erweiterungen zu Das Erbe der Könige wollen auch noch reviewed werden und bevor ich die Star Trek Sequels angehe, möchte ich auch noch ein anderes Trek-Spiel würdigen, das nicht super viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ein gutes Anzeichen, dass eine neue Review in Arbeit ist, findet ihr auf dem VOD-Kanal, wenn ich die jeweiligen Spiele im Stream durchgespielt habe. Wobei auch diese Review nach der Aufnahme des Gameplay-Materials fast 3 Monate lang brach lag. Falls ihr mir einen Gefallen tun wollt, der VOD-Kanal muss immer noch die 1000 Abonnenten erreichen. Ansonsten sehe ich euch hoffentlich bei der nächsten Review wieder, wann auch immer diese kommt.